Hallo, liebe Aufrufer. Buona Pasqua, hat er gesagt. Franz in Rom. Und per il mondo entero. Und das war's dann. Nicht mit 60 Sprachen ablesen, irgendwie holter die Polter auf Grönländisch, sondern er hat gesagt, schöne Ostern für die ganze Welt. Und das war der Gruß heute auf dem Petersplatz an die Öffentlichkeit vom Bischof von Rom, Franz. Und ich habe heute vom Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, ein Interview im Deutschlandfunk gehört, das wirklich eine Katastrophe war. Und zwar, der hätte wirklich sagen können, es tut mir leid, ich komme heute nicht, ich habe meine Tage oder so irgendwie, oder ich habe meine Tampons vergessen. Also wirklich, der konnte nicht an sich halten. Er hat gestolpert und gequasselt, dass man kaum was verstehen konnte, verhaspelt, er war völlig unsicher und ich erkläre jetzt, was da los war. Wir haben also einen neuen Papst, Franz in Rom, und da haben wir hier beispielsweise an vielen Zeitungen, aber ich nehme mal als Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom vergangenen Donnerstag, da heißt es, Bergoglio forderte Richtungswechsel. Bergoglio, das ist der Jorge Mario Bergoglio, Kardinal von Buenos Aires, den man jetzt zum Papst gewählt hat, Franz der Erste. Und der hat im Vorkonklave, unmittelbar vor der Wahl, eine fünfminütige Rede gehalten und da hat er gesagt, Manuskript seiner Rede vor Wahl zum Papst ist nun veröffentlicht. Da haben die ganze Zeit gedacht, hoffentlich hört das keiner. Aber der hat denen nämlich wirklich gesagt, eine egozentrische Kirche beansprucht Jesus für ihr Eigenleben und lässt ihn nicht nach außen treten. Und Kardinal Bergoglio sagte, so eine Kirche glaube, dass sie schon das eigentliche Licht sei, höre auf, das Geheimnis des Lichts zu sein und lebe nur noch, um die einen oder anderen zu beweihräuchern. Bergoglio setzte sich für eine Kirche ein, die das Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu verkündet. Schon nach der Rede Bergoglios hatten viele Kardinäle erfreut über die präzise und kurzgefasste Analyse der Kirche berichtet. So, das ist der Zustand der Kirche bei Ratzinger. Benedikt, der gesagt hat, ich kann es nicht mehr anders, ich bin im Grunde genommen der verlängerte Arm der Vergangenheit, es muss ein anderer kommen, der das kann. Die haben den dafür gewählt, Franz den Ersten gewählt und jetzt kommt Robert Zollitsch, der Bischof. Und ich werde hier gerade gestört. Und der hat nun heute im Deutschlandfunk auf wirklich, ich möchte gerade sagen, zarte und höfliche Befragung hin, zu dem, was der neue Papst Franz heute in Rom gemacht hat, Stellung nehmen sollen. Und der hätte lieber sagen sollen, ich habe keine Zeit oder so. Nein, der hat also rumgehaspelt und auf die Frage, ob nicht konkret das nun zu Veränderungen in der katholischen Kirche auch in Deutschland führen muss, da hat der Zollitsch gesagt, ja, also der Bergoglio, der meint ja seine Erfahrung als Kardinal in Buenos Aires, in Argentinien, wo die Armen sind. Und da ist das ja angemessen. Ja, und dann die Frage, ja, halten Sie das denn für richtig, dass Sie mit einem teuren Mercedes in der Stadt herumfahren, mit Chauffeuren und so weiter, während der neue Papst Franz jetzt einfach in so einen Transitbus einsteigt mit mehreren und fährt von A nach B? Daraufhin sagt der Zollitsch, ja, also das müsste man ja in dem Zusammenhang sehen. Bei uns sind ja die Sitten so, da ist das richtig und für den Kardinal aus Buenos Aires ist das andere richtig. Der fährt eben mit der U-Bahn. Also mit anderen Worten, der hatte nicht nur nichts verstanden, sondern der merkte nicht, das, was er hier erzählte, war richtig absurd. Der Frager vom Deutschlandfunk hat dann gesagt, also Herr Erzbischof Zollitsch, finden Sie nicht, dass wir jetzt mit dem neuen Papst gehen müssen, der zu Ostern gesagt hat, wir müssen zu den Armen gehen und wir müssen denen, die uns brauchen, helfen und nicht nur sozusagen für uns im Wohlstand herumtun? Da hat er wieder gesagt, ja, das trifft da zu, wo die Armen sind, aber bei uns sozusagen sind ja keine Armen. Ja, meinen Sie denn, dass das mit dem Mercedes-Fahren richtig ist? Ja, das ist in Buenos Aires falsch, aber bei uns, also das sei jetzt das Prinzip des neuen Papstes, ja, Jesuit, der sagt, wir wollen ja Basisdemokratie, Selbstbestimmung der Diözesen. Insofern also Herr Zollitsch in Freiburg bestimmt Mercedes-Fahren und Herr Meissner in Köln sowieso mit Brillanten herumhantieren und alles mögliche reaktionäre Zeug machen. Ja, der Bischof Meissner, der jetzt also gesagt hat, Kardinal Meissner, der jetzt gesagt hat, die Diskussion über die Kindsmissbrauchssachen in der katholischen Kirche, die Untersuchungen, die angebahnt
waren, sind gestoppt. Hat er einfach gestoppt. So, jetzt haben wir den neuen Papst und der sagt, Selbstbestimmung dezentral und siehe da, unsere Mäuse tanzen schon auf dem Tisch, die treiben sich jetzt noch schlimmer als vorher. Das wäre jetzt interessant zu sehen, wie diese Reform der katholischen Kirche unter dem neuen Papst Franz aufgehen kann. Jedenfalls wurde dann also gefragt zum Erzbischof Zollitz, wie er sich denn nun vorstellt, dass die Kirche in der Modernisierung oder irgendwie gegenüber den Gemeinden und mit Frauen im Katholizismus und so weiter ankommen kann. Und da hat er gesagt, ja, also auch die Ökumene, die Verbindung zu den Lutheranern, die bestünde ja nur aus dem Problem, dass die Lutheraner noch vor 20 Jahren völlig übereinstimmten mit der katholischen Kirche. Inzwischen hätten die Lutheraner sich abgewendet und verlangen jetzt, dass die katholische Kirche von ihren guten Glaubenserkenntnissen abfallen soll, und da müsste die katholische Kirche ja ihrer Pflicht treu bleiben, sich nicht zu verändern. Jetzt frage ich mich, was haben wir hier, einen Bergoglio, Papst Franz, der sagt, ich fordere den Richtungswechsel, und da kommt der Erzbischof Zollitz und stottert uns hier voll mit völlig reaktionären Sachen. Heute Vormittag war das. Das ist doch überhaupt gar nicht zu fassen. Also ich weiß gar nicht. Der Frager hat ihn gefragt, ja, meinen Sie denn nicht auch die Kritik an der Kirche, dass Sie quasi über den Staat die Kirchensteuer einziehen? Dass das nicht besser wäre, wenn die Menschen das kritisieren, dass die Kirche sich finanziert wie die katholische Kirche in anderen Ländern auch? Daraufhin hat der Zollitz gesagt, ja, das wäre aber dann ein Nachteil für die Armen und Schwachen in der Welt. Die katholische Kirche Deutschlands kann ja sozusagen aus den ganzen Spendenaktionen die ganzen Spenden nach Buenos Aires schicken, wo die Armen sind, weil sie ja von der Kirchensteuer leben. Hingegen, wenn sie jetzt selber von den Spenden leben müssten, dann könnten sie ja den Armen in der armen dritten Welt nicht mehr helfen. Also ich nehme hier jetzt ohne einen Zettel nur mal, was mir gerade noch so geblieben ist von diesem unsäglichen Gespräch heute im Deutschlandfunk. Und dann ist da ein Religionsredakteur, der ist natürlich diesen ganzen Kirchenfuzzis verpflichtet, der traut sich nicht zu sagen, Moment mal, also wir haben jetzt hier den neuen Papst, der fordert Richtungswechsel, der tritt zu Ostern auf und nennt es nochmal ganz prägnant beim Namen. Und jetzt kommt dieser Sprecher der Bischofskonferenz in Deutschland und haut sozusagen mit der flachen Hand ins Wasser und sagt, juppiduppi, jetzt fahren wir Mercedes mit erhöhter Kirchensteuer. Ich kann es nicht glauben. Das sind vielleicht Ostererkenntnisse. Da würde ich sagen, Mensch, hätten wir nicht noch irgendwo ein bisschen Kreuzigung dann mit der Auferstehung? Das ist ja nur vom starken Glauben abhängig. Und so einer wie Herr Zollitz hat ja sicherlich einen ganz starken Glauben. Der kann ja durch die Kreuzigung sich im Grunde genommen nur verbessern. Und damit also guten Hang.